Hallo, ich bin Ralf Kattenbach, Studiengangsleiter für den Bachelor in Wirtschaftspsychologie. In diesem Video erfährst du, was du von unserem Bachelor-Fernstudium erwarten kannst und welche Karrieremöglichkeiten du mit dem Studium hast. Starten wir doch gleich mit diesem wichtigen Punkt. Welche Karrieremöglichkeiten hast du mit dem Studium? Wirtschaftspsychologinnen werden überall dort gebraucht, wo die Bedeutung des Faktor Mensch in der Zusammenarbeit oder im Marktgeschehen erkannt wird. Mit dem Bachelor in Wirtschaftspsychologie kannst du in diversen Berufsfeldern und Branchen arbeiten, denn du bist in Unternehmen die Schnittstelle zwischen Wirtschaft und Psychologie. Du kannst Jobs in den Bereichen Marketing, Werbung und Marktforschung besetzen. Typische Einsatzbereiche finden sich zudem in sämtlichen Bereichen des Personalmanagements, der Personalentwicklung und im Employer Branding. Auch Tätigkeiten in der Unternehmensberatung, beispielsweise im Change Management, gehören zum Spektrum der Wirtschaftspsychologie. Dabei beschäftigst du dich mit Themen wie Arbeitsgestaltung und Motivation, Eignungsdiagnostik und Potenzialanalyse oder der Gestaltung und Wirkung von Werbung. Was kannst du von uns und unserem Bachelor-Fernstudium in Wirtschaftspsychologie erwarten? Mit unserem Studium absolvierst du einen interdisziplinären Studiengang, der dir psychologisches Fachwissen sowie fundierte Kenntnisse der Betriebswirtschaft und des Managementbereichs vermittelt. Die Lerninhalte setzen das menschliche Verhalten in einen wirtschaftlichen Kontext. Auf Basis der psychologischen Grundlagen lassen sich Zusammenhänge zwischen Konsumenten, Gesellschaft, Märkten und Marken erkennen und analysieren, um fundierte Entscheidungen treffen zu können. Unser Studiengang Wirtschaftspsychologie ist ein wirtschaftswissenschaftliches Studium mit Basisfächern wie Einführung in die Betriebswirtschaftslehre, Leadership, Statistik oder auch Rhetorik. Das Herzstück des Studiengangs sind natürlich die sogenannten Vertiefungsfächer. In der Einführung in die Psychologie lernst du die Geschichte der Wirtschaftspsychologie sowie grundlegende Methoden und Sichtweisen, welche die Psychologie prägen. Die allgemeine Psychologie beschäftigt sich mit den allgemeinen Gesetzmäßigkeiten, wie wir als Menschen erleben, fühlen und handeln. In Sozial- und Persönlichkeitspsychologie konzentrieren wir uns dann zum einen auf die individuellen Unterschiede, die es trotz der allgemeinen Gesetzmäßigkeiten gibt, also die Persönlichkeitsmerkmale wie Intelligenz, Gewissenhaftigkeit oder emotionale Stabilität. Zum anderen wird die Interaktion von Menschen in Gruppen betrachtet. Also, wie unser Denken, Fühlen und Handeln von anderen beeinflusst wird und wie wir andere Personen wahrnehmen. In der Arbeits- und Organisationspsychologie spezialisierst du dich dann auf die Anwendung psychologischer Inhalte im wirtschaftlichen Kontext. Etwa die optimale Besetzung von Teams, die Personalauswahl und die Auswirkungen von Arbeitsbedingungen auf Stress und Motivation von Beschäftigten. Im Modul Intervention geht es darum, eine Situation gezielt zu verändern. Anwendungsbereiche sind die Personalentwicklung, das Change Management oder das betriebliche Gesundheitsmanagement. Und in Markt- und Konsumentenpsychologie lernst du schließlich die Grundlagen für Kommunikation und Werbung, etwa die Markenführung oder wie die Einstellungsbildung zu Produkten funktioniert. Mit dem Fernstudium an der ISM bekommst du ein flexibles Studium, das du in deinem eigenen Lerntempo absolvieren kannst. Du bekommst ein hochaktuelles Studienprogramm mit der optimalen Kombination aus Theorie- und Praxisinhalten sowie aktuellen und relevanten Themen. Außerdem bist du in unserem Fernstudium nie auf dich allein gestellt. Ich als Studiengangsleitung bin jederzeit für dich ansprechbar, genauso wie unsere DozentInnen, Tutorinnen und natürlich die Study Coaches. Wenn du mehr zum Fernstudium an der ISM wissen möchtest, dann besuch doch unsere Website. Schau mal bei unseren Webinaren vorbei und abonniere unseren YouTube-Kanal, um immer auf dem Laufenden zu bleiben.